Der Herbst, liebe Gemeinde, ist eine schöne Jahreszeit, finde ich zumindest. Ich mag die herbstliche Ruhe, die sich auf das Land legt. Wer mag da nicht an das schöne Gedicht von Rainer Maria Rilke denken? Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten reif zu sein, gib ihnen zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird lesen, wachen, lange Briefe schreiben, und wird auf den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Schön. Wissen Sie, auch die Zeitschrift Landlust bereitet uns auf die sinnliche und besinnliche Herbstzeit vor. Landlust ist ein viel gelesenes Magazin, ein modernes Bullabü, so herzerwärmend wie ein frisch gebackenes Brot. Drinnen knistert das Kaminfeuer. Mutter hat gerade einen schönen Kranz aus Erlenzweigen gebastelt, geflochten und ihn mit graublauen Lavendeltrieben dekoriert. Vater ist unterdessen im Garten beschäftigt, er baut ein neues Vogelhäuschen. Dazu benötigt er einen Holzstamm, einen Haselnussstock und ein Stück Sperrholzplatte. Ja, und natürlich Dekomaterial aus dem nahen Wald, Moos, Kiefernzweige und Tannenzapfen. Und damit ist er ausreichend beschäftigt. So gut beschäftigt, dass also Mutter Zeit hat, die Kürbissuppe zuzubereiten und ein Mürbeteig mit fruchtigem Aprikosenmus und feiner Orangenfüllung und zimtiger Nussmischung zu fertigen. Jetzt denken Sie sicherlich, der Hoffmann macht sich lustig über die Landlust. Nein, tue ich nicht. Das liegt mir ganz fern, wirklich. Auf solche Zeitschriften ist einfach Verlass. Sie sind wie ein Lagerfeuer für frierende Seelen. Alle Seiten sind zugestellt mit großen Gefühlen. Und sie werden gelesen, weil es zu viele Menschen mit kleinen Gefühlen gibt, mit frierenden Seelen. Wissen Sie, einmal in der Herbstzeit betrat ich mit meiner Frau eher zufällig im Brandenburgischen eine kleine Dorfkirche. Kerzen brannten auf dem Altar, rechts und links von der Kanzel standen schöne Herzsträuße. Das verschwommene Licht, der warme Ton des Holzgebälks, die tropfenden Kerzen und die Stille, sie lenkten ab vom Herbstblues. Sie lenkten ab von der Dunkelhaft, in die wir nun genommen werden über einige Monate. Sie lenkten den Blick von den neuesten großen oder kleinen Problemen hin auf das Wesentliche. Das war für mich so eine Art Landlust. Mich überkam ein Gefühl der Wärme, Kirche, diese zeitlose Kraft, die unaufhörlich mit ihrer trostvollen Botschaft an den Menschen arbeitet. Solche Orte sind für mich das wärmende Lagerfeuer in einer turbulenten Welt. Und damit wir weiterhin wärmender Ort für Menschen sind, soll es zwischen uns auch keine unausgesprochenen Dinge geben. Denn jeder einzelne von uns trägt dazu bei, dass wir ein gern besuchter Ort in Lichtenrade sind und bleiben. Im vergangenen Lebenszeichen, also im letzten Lebenszeichen, dem vor mir, hat Pfarrerin Juliane Göbicke sich von Ihnen verabschiedet. Sie tritt nun am 1. November ihre Stelle als stellvertretende Superintendentin an und zu einem anderen Arbeitsteil Seelsorgerin im Krankenhaus, also Krankenhausseelsorgerin, beides.
und auch ich werde mich recht zeitnah von Ihnen verabschieden. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich meine Landeskirche um eine vorzeitige Pensionierung gebeten und sie wurde auch gewährt. Wissen Sie, mit mir ist einfach keine verlässliche und konstante Gemeindearbeit möglich. Das geht aus gesundheitlichen Gründen nicht und man muss eben auch schon sehen, für mich ist jetzt der Herbst angebrochen und dann muss man auch sagen, jetzt ist Zeit, jetzt kommen neue, jetzt kommen jüngere, jetzt ist die Zeit für die Jungen. Also für Ersatz ist gesorgt und man sagt ja immer, junge Besen fegen besser, aber die alten Bürsten, die kennen die Ecken. Und die alten Bürsten, das klingt jetzt ein bisschen, aber ich meine das nicht so, aber die alten Bürsten, die bleiben Ihnen erhalten, konstant erhalten. Und wenn die alten Bürsten sich mit den jungen Besen zusammentun, dann kann daraus wirklich etwas sehr Schönes entstehen. Ich werde mich dann aber von Ihnen noch einmal extra verabschieden, den genauen Termin, wann ich in Pension gehe, erhalte ich in den kommenden Tagen, denke ich, per Post. So bleiben Sie weiterhin gesund, bleiben Sie behütet, Ihr Veit Hoffmann.